So, hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Half-Life Alyx. Falls ihr die erste Folge nicht gesehen habt, checkt diese auch aus, weil das Projekt macht mir bisher ultra viel Spaß. Und heute in diesem Part wird's auch abgehen. Beim letzten Mal haben wir unsere Schusswaffe bekommen und Gravitationshandschuhe, mit denen wir alle Objekte zu uns herziehen können, was super, super cool ist. Und diese werden auch heute in den Einsatz kommen. Ich wünsche euch viel Spaß. Die Quarantänezone. Let's go. Hallo, Alyx. Might have a problem. Probably nothing to worry about, but... Oh. Did the train stop? It stopped, didn't it? Yeah. What happened? Oh, it's jammed. When the Combine shut down the quarantine zone, they must have tightened security. Which means? Yeah, you're nowhere near Fairview Junction. You're just outside the QZ. And this is as far as we get by train. Then I'm headed on foot. Good. I'll see if I can get you in some other way. Es wird aufgemacht. Nö, gruseliges Wetter hier. Dramatische Musik und Tote! Achtung, Leute. Wenn ihr Angst vor Toten habt, da gibt's einen Toten. I got a dead zombie here. I thought the Combine sealed up the QZ. This one must have squirted out. I've heard they've had trouble with barnacle spores outside the containment area. But not about fellas like this. Probably another one off them. I doubt it. Nice. Ich muss meine Munition sparen. Übrigens. Zombie, geh mal weg. So haben die mal früher gemacht, die Zombies. Okay, wir hüpfen mal über den Zombie runter. Ja, warum nicht? Da können wir nicht lang. Dann gehen wir nach da. So. Oh, Munition. Perfekt. Suche in der Umgebung nach nützlichen Gegenständen. Was ist das? Ah, would you look at that? Resin. And if there's resin around here, there should be a Combine Fabricator. Keep an eye out. We might be able to upgrade your firepower a bit. Ja, meine Waffe kann ich damit upgraden. Also will ich so viele wie möglich finden. Okay. Gut. Harald. Komm mal mit. Aus dem Weg. Dankeschön. Oh, da ist eine raus. Lauf, 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 lauf. Ich habe nicht drauf gezielt. Ich habe nur geguckt. Ich habe mich nur umgesehen. Oh, da läuft bestimmt gleich ein Zombie. Wo ist er? Zombie. Nein? Okay, aber hier kommen Zombies. Werde ich Angst haben? Ich habe keine Ahnung, ob ich Angst in VR habe. Ist da was drin? Nö. Suche deine Umgebung, hat's gesagt. Ich werde ein bisschen... Wahrscheinlich werde ich ultra viel übersehen. Ich werde versuchen, so ein bisschen zu gucken. Fast geh aus dem Weg. Weg da. So. Ist da ein Jumpscare? Da ist ein Jumpscare. Da ist ein Jumpscare. Das Headset manchmal nicht mitkommt. Das ist echt doof. Da ist ein Dingsbums. Halte die Taste und Multifunktionswerkzeug. Ah. Ups, was ist das denn? Scheinbar mein Multifunktionswerkzeug. Wende das Multifunktionswerkzeug auf die Stromquelle an. It's a tool with multiple functions. So, multi-tool. Alyx, that thing's incredible. You need an incredible brand name. Something that really sells it. Who am I gonna sell it to? The Combine's not going to be here forever. You should be thinking about the future, Alyx. Well, how about I call it the... Alyx? Warte, 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 warte. Ich muss das hier umleiten, glaube ich. It's a derivative of the Russell, but yeah, provisionally, sure. The Alyx. Eine Stromsteckdose zur Tür. Aha, Hacking! Das ist Alyx. Ich weiß nicht, ob man das. Aber gut, Russell hat sein Ding ja auch Russell genannt. Also, was wundert es mich, dass er das hier Alyx nennen will? Ist da was? Hallo? Licht? Nee, ich hab kein Licht. Nee, cool! Haben wir es gehackt. So, dann kann ich Hand, Pistole und so. Okay. Die Munition kann ich aber aus den Händen rausziehen? Hier. Oh. Komm her. Rein da mit dir. Okay. Da ist Heilung. Ich habe noch nicht volles Leben. Ziehe einen Griff, um erste Hilfe zu benutzen. The Combine use these. Are they safe for people? Yeah, I use them all the time. Are you sure? Yeah, they're great. No. Put your hand in there. Mann. Mein Leben steigt. Hey, you were right. These are great.
Ja, in Half-Life 1 hat man ja irgendwie aus Versehen im Labor so ein Portal in eine andere Welt geöffnet. Und in Half-Life 2 sind auf einmal irgendwie so humanoide Aliens unterwegs, die für böse arbeiten. Ihr könnt gerne die Lore besser zusammenfassen, wenn ihr wollt. Aber das, so viel verstehe ich. Deswegen gibt es da diesen Wurm, der da gerade zerquetscht wurde. Das ist einer aus dieser Alien-Welt. Kann ich nicht. Huch. Sehe ich doch. Komm her. Danke. So, da hat es schwupp gemacht. Tippe auf die zugewiesene Taste, um schnell zur Waffe oder zur Hand zu wechseln. Ja, okay. Hebe schwere Objekte mit beiden Händen auf. Ja. Aber was ist, wenn zum Beispiel jetzt hier in dieser Kiste irgendwas Tolles drin ist? Okay, ich kann, würde die eh nicht kaputt kriegen, sagen wir so. Ja, geh weg. Will dich nicht. Schwere Objekte mit beiden Händen. Uah, wütend. Okay, da ist nichts. Dann... Schwupp. Schwupp. Ja, mit beiden Händen geht ja easy. So, wieder zur Waffe wechseln. Put, 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 put. Wo ist der Zombie? Wo ist der Zombie? Keiner. Nö, der Raum hier ist eigentlich leer. Ne, da kann ich nichts finden. Da ist eine Tube, da ist... Hat jemand geschlafen mit einem Tagebuch? Muss ich das hier so durchwühlen, um hoffen, Zeug zu finden? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie genau ich hier sein muss. Muss ich das da oben? Da. Hallo? Ich wollte das da oben herziehen. Kann ich nicht? Nehme ich es halt von Hand. Ist da was drin? Nee. Okay, dann gehen wir weiter. Können auch da in den Eimer gucken. Na da. Oh, careful of that barnacle, Alex. Da vorne. Da hinter der Kiste hat sich was bewegt. Ja, die saugen einen an. Die kann man auch töten, wenn man möchte. Aber da wir nicht unendlich Munition haben, mache ich das mal nicht. Das will ich kurz runterschubsen. Genau, das habe ich gesehen. Ist da nur einer oder zwei? Zwei. Okay. Den weichen wir erstmal aus. Da ist nichts. Dann gehen wir hier außen rum. Bewegen konnten die sich eigentlich nie. So, da ist nochmal Munition. Weg. Danke. Na, guck mal, kann ich sogar dranhängen. Wie gut die animiert sind mittlerweile. Habe ich ja alles in Half-Life 2 zuletzt gesehen. Okay, da ein bisschen fester drauf drücken. You guys work together at Black Mesa, right? Yeah. Well, no. Tricky place to get a job at, actually. I interviewed at Black Mesa. They said try again in a year. I don't need to tell you what happened after that. Lucky break for me, really. Not a lot of survivors. Da ist einer. Honestly, it's a miracle you and your dad got out of there. So, das nehmen wir mit. Okay, Gegner werden davon auch angesaugt. Also man kann es als Deckung auch nutzen. Vorne ist eine Ratte. Lauf! Hab sie, glaube ich, nicht getroffen. Ich habe nur noch einen Schuss. Three left. Ja, zählt sogar mit. Nachladen? Perfekt. Okay, da geht's ein bisschen ab. Ja, dafür haben wir das Fass ja eigentlich. Okay, wir wollen da erst in den Waggon reingucken. So, das daran. Dann will ich klettern drücken und hier rein. Ist hier was? Nur so ein Ding. Glaube ich. Sehe hier nichts. Nee, passt. Bist du tot? Sieht tot aus. Magst du mir helfen? Kollege? Irgendwie, die sind so festgeklebt an ihrem Arsch. Und man die ja nicht hochheben tut. Ja, kann er nicht wegreißen. Komisch, dass sie so festgeklebt sind. Wahrscheinlich, damit man nicht so mit Leichen spielt. Irgendwo verständlich, aber keine Ahnung. Bin neugierig. So, und solange die keine Krabbe auf dem Kopf haben, sind die nicht gefährlich. Das weiß ich auch. Die Krabben macht die nämlich zu Zombies. Das sind nicht einfach so Zombies. Die Alien-Krabben. So, ein ganz schön offener Platz hier. Gucken wir erstmal hier in die Sackgasse rein. Und da kann man hier unten rein. Kommen Sie mal her. In meinen Rucksack. Wenn ich ein Spielentwickler wäre, würde ich da einen Gegner packen. Aber ich sehe halt auch nichts. Das wäre schon doof.
dass ich in die Hocke gehen muss, um mich mit dem Spiel irgendwo runter umzugucken. Bin ich gelandet? Ich würde gerne mal eine Pause eigentlich machen. Mir wird schon ultra warm. Also wenn ich jetzt ultra fertig klinge, ja, das tut eine Stunde VR mir an. Immer. Aber hey, dafür will ich ja mehr VR machen, dass ich besser werde. Mehr Kondition. Hallo? Oh, mein Gott. Do you need a minute? Because, I mean, I could pause the feed. Just looking, Russ. Was ist da drin? Huch. Achso, Spiel ist verwirrt, weil ich in der Wand stehe. Ja, da ist nichts. Okay, hab mich gerettet. Puh. Irgendwie ein bisschen hängen geblieben. Und das war ein Spiel. Okay, da oben sind wir ja gerade gewesen. Da haben wir jetzt alles aufgehoben. Dann können wir jetzt so in die Richtung gehen. Ja, cool, dass es sich so lohnen kann, überall hinzugucken. Wenn ich jetzt da reingucke zum Beispiel, sehe ich nichts. Schade. Ja, fast überall. Okay. Da wollen wir eventuell lang. Oder hier. Ist hier etwas? Aha, hier Skillpunkte. Sind ja alle 2 Zentimeter einer. Jetzt würde ich die nicht alle mitnehmen. Bin zu gierig. Ich will doch die Upgrades. Da oben ist so ein Türschalter. Ich wüsste nicht, wie ich da hochkomme. Ah, da sind Treppen. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich da als nächstes lang. Ist da was? Nö. Oh, da war ein Skillpunkt drin. Sei es. Habe ich nicht anvisiert eigentlich. Ich habe einfach so in die Richtung visiert, aber gut. I take it the quarantine zone is behind this hatch? Yeah, that's where they keep it. I'll look around for a control panel to open it up. Ich habe es da oben gesehen schon. Ich habe schon besser geguckt als du, Alex. Ups, nicht in die Wände reinlaufen. Spiel mag das nicht. Mir wird schwindelig. Danke. Aber... Kiste kann man öffnen und zack, ein weiteres Skript. Das Ranziehen von Gegenständen ist ja richtig angenehm. Alter Lasso. Gib mal. Ey Bruder, gib mal die Munition. Danke. Brauch die. Ich hab zu viel Spaß. So, muss ich wieder was aufhacken? Ist hier irgendwie mein Hacky-Tool? Ne, dann bräuchte ich irgendeine Station zum Anstecken, ne? Ja. Kann ich... Theoretisch müsste es gehen. Die Kiste hier nehmen. Oh, gegen meine Wand schlagen. So, die Kiste da hinstellen, dann die Klettertaste drücken. Kletter. Und dadurch. Naja. Gab es andere Möglichkeiten reinzukommen? Ich weiß nicht, die Tür wirkte sehr zu. Aber wir haben es ja geschafft, da reinzukommen. Ist da irgendwas, was ich aufheben kann? Nee. Da ist nicht. Es ist so dunkel! Ich sehe nichts! Oh, eine Taschenlampe. Du da, gib mir eine Taschenlampe, du dumme Karton. Okay, wir suchen eine Taschenlampe. Kann ich den da so rüberwerfen? Hui. Oh! Jawohl! Endlich war einer, der nicht am Boden festgeklebt ist. So. Zwei Muni. Mal kurz eine. Bäh, mag ich nicht. So, dann gucken wir mal hier durch. Da ist nichts, 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 nichts. Und was ist in der Umtasten? Gibt es gar nicht die Schublade, damit man sich nicht zu sehr abnehmen muss. Dass es sich dreht, ist halt cool. Dass der Deckel davon abgeht und ineinander glitscht, ist cool. Hui. Ist da oben drauf was? Nö. Was suche ich denn hier? Da in dem Eimer sehe ich es leuchten. Aha. Ich suche ja eigentlich nur einen Weg zu der Schalterkonsole, ne? Ja, okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Da war ja Heilung. Heilung? Das ist eine Schusswaffe. Woher kommt das Magazin? Ich weiß es nicht. Ja, das ist Heilung, aber ich bin ja noch voll. Es gab ja noch gar keine Gegner. That's the control panel. Ah, doch, gab's. I've probably scrambled the circuit. But considering no one would be dumb enough to open the hatch, it shouldn't be too hard to put back. Kann ich auch dahin das andere? Nee, ich kann nur mit der rechten Hand, okay. Okay. Was mache ich hier? Ah, da ist ein Hebel. Ziehen wir mal. Es will irgendwas von mir.
Hab ich sowas? Ach, hier ist so ein Kasten noch. Du da, öffnen. So. Ah, ich muss... so machen? Und es dahin drehen. Ah, das war so ein Schieberätsel. Cool. Und dann öffnet sich Russell, das. Now that I'm walking into the quarantine zone, it just hit me. I don't know anything about the quarantine zone. Well, actually, the word quarantine comes from the Italian quaranta giorni, which means 40 days, the period that all ships were required to be isolated before crew could go ashore during the Black Death. All right. Cool. Cool. Dann tun wir das da rein. Ich muss gleich kurz weg, aber ich glaube, das schaffe ich noch. So, dann ziehen wir das dahin. Und dann ziehen wir das dahin. Warum sind hier schon wieder so Aliens? Muss ich das so drehen, dass es durch das Alien... Oh, das sind Zähne. Und das ist eine Maus. Nein, Babymaus. Warum? Ah, da ist so ein Loch. Okay, irgendwelche mutierten Mäuse. Die als Energiequelle. Yo, wie sick. Cool. Da ist die Quarantänezone. There we go, finally. I'm gonna head in. How far is Fairview Junction? You'll go through the old subway tunnels on your way to the train yard. Have they started moving Dad yet? I don't think so, which is good news, because we've still got time. Oh, that's great. Or bad news, because they've already killed him. And you don't need to move a corpse, you just bury it. Or burn it. Still there, Alex? Mhm. Ja. Ich höre zu, wie du über den Tod meines Vaters redest. Komm es mit. Jawohl. Alter, wie derbe. Quarantänezone. Gruselig. Russell, are you seeing this? Wow. Alright. Here we go. Fliegen solche kleinen Dinger sogar rum. Hier ist komplett Alien-Zone, ne? Verrückt. Hat man in Half-Life 2, glaube ich, gar nicht so gesehen, so ein Gebiet. Bestreichelt werden. Ja, fein, jo. Ja, keine Ahnung. Bisschen lebendig, bisschen nicht lebendig. Wir tun einfach so, als hätten wir nichts gesehen und gehen weiter. Müssen ja hier durch. Let's go. Hallo? Wo bin ich? Ah, Ladevorgang. Okay. Dann höre ich jetzt meine Session hier auf und beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Scheinbar ein bisschen slow-paced der Anfang, aber hey, ich glaube später gibt es noch mehr als genug Action. So, kann ich jetzt Pause machen? Okay, ich drücke den Trigger und mache instant Pause. So, speichern. Spiel gespeichert. Spiel beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Hallo, willkommen zurück. Und ja, wir haben ein bisschen Zeug. Wir haben schon eine Gun. Ihr habt mir übrigens gesagt, ich habe aus Versehen zweimal nachgeladen, weil entweder ziehen oder Taste drücken ist nachladen. Danke für den Hinweis. Habe ich jetzt erst gecheckt. Und, wir haben dieses Multitool, womit wir multitoolen können. Aber hey, wahrscheinlich kommen bald die ersten Gegner. Wir sind gerade in die Quarantänezone durch diese Tür gekommen. Und das heißt, dass wir jetzt hier uns langsam vorankämpfen werden und alles durchsuchen werden, um weitere Dinger zu finden. Übrigens habe ich gesehen, ihr seht irgendwie unten links, ne, wie viele Upgrade-Punkte ich gefunden habe. Das wird also besonders cool, hoffentlich. Muss eh mal gucken, wie ich das schneide, weil ich ja den einen Part früher aufgehört habe, schon als ich aufgehört habe aufzunehmen. Vielleicht ist es einfach mitten im Ding. Genau, das kann ich aber Rücken stecken. Was ist das? Hey, Russell. I just found a loose syringe of God knows what. Is this medicine? Does it have a skull and crossbones on it? I don't see one. Probably medicine then. Ja. Bewahre Gegenstände in der Armtasche auf. Okay. Dann kann ich es auch rausziehen. Meine Controller vibrieren da voll ultra, wenn ich da in die Nähe gehe. Okay. Armtasche. Frage. Kann ich auch andere Sachen in meine Armtaschen stecken? Ne, ich kann meine Hand wegschieben, was... was jetzt versetzt hat. Jetzt stimmt die Position meiner Hand nicht mehr. Toll. Vielleicht bilde ich mir auch gerade Sachen ein. Keine Ahnung. Okay. Fangen wir an zu spielen, bevor ich hier noch 5 Minuten rumstehe. Ihr habt gesagt, das Drehen hier nervt.
Ich kann es verstehen, also ich versuche mich mehr in meinem Zimmer zu drehen. Und, Gott, da wird mir auch gerade schwindelig, weil ich so ein bisschen gespammt habe. Tu mir erstmal dieses explosive Ding hier runterstellen. So, dann nehmen wir das Fass. Das tragen wir dahinter. So, schön Ordnung machen. Und jetzt können wir da rein in die Quarantänezone, ja. Sicherheitshalber, ne? Man weiß ja nie. Hallo? Do you hear that? Oh, what is that? Zombies! Ich habe irgendwie echt ein bisschen Angst. Also solange ich mich umgucke, ist ja eigentlich alles in Ordnung. Ich kann ja Fässer. Oh, boy. Oh, ein Zombie! Yeah, that's the way we gotta go. No shortcut? Yeah, that is the shortcut. Okay. Zombie time. Kann ich das öffnen? Ja, kann man, aber da ist nichts drin. Okay. Ja, theoretisch müsste der hier den Zombie essen, wenn ich das hier aufschieße. Also. So. Komm ran, Brudi. Die sind eigentlich ziemlich dumm. Oh, man. There's barnacles on our side. It's not so, obviously. So don't walk out of them. Nom nom. Gut. Ersten Zombie besiegt. Mit taktischer Finesse. Oh, just so you know, the Russells have a built-in display. Shows your resin, ammo, you know, might come in handy. Got it. Ja. Jo. Das steckt irgendwie im Boden fest, das Stück hier. Okay, ich hätte gern einen Stein. Was ist denn heute los? Kann die auch nicht jedes Mal, wenn ich spiele, schlimmer werden? Irgendein Objekt zum Herziehen. Oh, ich hatte Munition scheinbar dabei. Na? Hebe ich den Hand. Kann ich die von Hand aufheben, die Steine? Nö, sind Bodendeko. Na gut, wir passen hier dran vorbei. Was stress ich mich so? Oh, sieht das cool aus. Kann ich da durch? Nee, natürlich nicht. Ja, ich stehe ein bisschen nah an meiner Wand gerade, sehe ich. So. Okay. Da wird ja nicht der einzige Zombie sein. Wenn wir hier reingehen, da ist ein Upgrade-Punkt. Rucksack, ne? Ja, genau. Irgendwo hier sollten die eigentlich auch stehen, aber ich sehe sie gerade nicht auf meinen Händen. Naja, ihr wisst ja, wie viele ich habe. Kann ich die Zugtür irgendwie... Nee, da komme ich nicht ran. Ich kann da auf Klettern gehen. Ja, aber komme ich nicht rein. Aber da ist Zeug ohne Ende drin. Also rein will ich. Ich glaube, der Eingang ist da. Da ist offen. So. Da sind die Dinger, die mich beschützen können, solange ich nicht reinrenne. Dann meiden wir die auch, so gut es geht. Weil da, wie ich mich erschrecken würde, wenn da jetzt ein Zombie kommt. Hallo? Hallo? Nein, kein Zombie. Okay. Ich bin stark. Ich brauche hier einfach nur die Sachen wegschieben. Da sind keine Türgriffe drin. Okay. Happy. Geh da mal rein, ne? So. Wir gehen an die Ecke. Da weiß ich, dass kein Zombie war. Junge, ich würde mich so erschrecken die ganze Zeit. Weißt du, da spiele ich mal schon was Horrorspielmäßiges. Alle wollen immer was Horrorspielmäßiges. Dann guckt es keiner. Ich bin schon voll getriggert, weil der erste Part so wenig Aufrufe hatte. Ach Mann. Ach Mann. Kann ich da das aufsetzen? Scheinbar ja. Okay. Kann ich die Handschuhe anziehen? Nein. Was ist denn hier überhaupt passiert, dass der... Das ist irgendwas Schweres. Das brauche ich nicht. Aber den Helm können wir aufsetzen. Seht ihr nämlich nicht. Ich sehe den hier oben auf meinem Kopf. Wenn ich es richtig beim Schnitt gesehen habe, dann seht ihr den gar nicht. Okay. Komisches Gerät. Und noch ein komisches Gerät. Was zeigt das an? Ihr kennt euch doch bestimmt aus. Ihr könnt es nämlich tatsächlich nicht lesen. Hm. Wenn ihr euch auskennt, ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Ich stecke mal mein Gun weg. Und dann gehe ich mal hoch. Aha. Ist hinter mir was? Nee. Ja, Schwindeligkeit ist hinter mir. Sehr schön. Und die Dinger kann ich mir herflippen? Hoch. Ja, kann man tatsächlich. Hat das wehgetan? Nein, hat's nicht. Das ist cool, um die auszuschalten. Ja, der ist tot. So sehen die aus, wenn die tot sind. Sieht man auch hier unten drunter. Schöne Wirbelsäule ausgespuckt. Wir sneaken mal dran vorbei. Weil ich sollte hier die ausschalten.
Und zack. Blech. Ein kleiner Totenkopf. Ich wollte eigentlich das da haben. Sein oder nicht sein? Ah, dürft ihr sowas überhaupt sehen? Ihr seid viel zu jung. Nein. Hui. Oh boy. Yeah, Zombie. Be careful. Die sind süß, die Zombies. Irgendwie. Okay, wir gehen vorsichtig hier lang und treten auf nichts drauf, was leer macht. Oh, da ist irgendwas. Da ist sogar extra so eine Stange drin. Bin ich ready? Ich hoffe es. Oh, der hat gegen die Scheibe gehauen. Oh, der ist ein Zombie. Okay, ich bin bereit. Ich habe irgendwo so eine Schwachstelle, wo man gegenschießen kann, glaube ich. Oh Gott, wir gehen mal ein Stück hinter. Als ob der da reinklettert. Drück die Taste, um das Magazin abzu... Ist es leer? Oh, er ist umgedreht. Lol. Okay, gut so. Okay, den haben wir. Okay. Junge halten die aus. Puh. Und die haben immer ein Magazin dabei. Hallo, gib mir eure Magazine. Ne? Ne, das ist nur ein Koffer. Da kann ich nichts herflicken. Okay. Zombie. Als ob. Cool. Endlich Half-Life-Zombies in Real Life. Haha. Zu bekämpfen ist ja ultra cool. Also in einem Videospiel ist es schon cool. Der hat sowas. An seinem Arm. Seht ihr das? Wenn ich da drauf schieße, stirbt der. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen, einen ganz kleinen Gaming-Clip. Ich glaube, offizielles Gameplay oder so, was die hochgeladen hatten. Na gut, den lassen wir schlafen, den Jungen. Die reiße ich kurz. Zack. Alle ab. So, dann können wir da drüber latschen. Was ist da drin? Ist da mehr als ein Zombie? Nee. Ah, da draußen sind noch ein paar. Der will explodieren. Oh, guck mal, eine Kugel ist hier gelandet. Süß. Kann ich die irgendwie da runterwischen? Oh, süß. Also, cool. Was bist du? Ach, das ist bestimmt so eine Waffen-Upgrade-Station. Cool. Was kann ich mit dir machen? Bewahre Gegenstände in den Armtaschen auf. Okay. Oh, wo kommt denn der Junge her? Also wirklich, wo kommt der her? Und warum spackt mein Spiel jetzt rum? Alter, wird mein Spiel nicht rumbuggen? Hätte ich nicht so ein Problem damit. Nachladen? Warte, ich muss ziehen mit dem rechten Auge. Ha? Ha? Ist die Krabbe tot? Ja! Oh, weg. Das habe ich auf Twitter gesehen, da hat einer die mit beiden Händen so genommen. Hilfe! Ja, heißt ich Spaß? Ja! Okay. Weg mit dir. Kann ich so ein Ding mal aufheben? Okay, du bist also. Ja. Okay. No, but it should fix up that pistol nicely. Good thing too, I gave you one of my lesser guns. Thanks, Russell. Well, you know, in case it doesn't make it back. Tell you what, Russell. If I die, I owe you a gun. You owe me a gun anyway! That wasn't a gift. That's my gun. Was mache ich hier? Will ich irgendwie das so hinhalten, dass alle Lichter gleichzeitig an sind? Wahrscheinlich. No. Da. Aha. Pistole rein. So, wir haben 15 Polymere. Und wir können... Was gibt's denn? Dauerreflexvisier. Bringt eine Anzeige zur Vorbeugung taktischer Ziele an.
ermöglicht den Wechsel zwischen Dreischuss, Feuerstoß und Einzelfeuer. Fügt einen Behälter hinzu, der zu... Oh, 10 mehr Kugeln ist cool. Bringt ein Laservisier an. Laservisier wäre nice. Weiß nicht, ob mir das Reflexvisier so viel wirft. Ja, doch, eigentlich schon. Hau her. Will ich. Jetzt Polymer einstecken. Hm. Cool. Holt sich auch direkt als 5er-Dinger raus. Das Spiel weiß, was ich will. Leben ist noch voll? Ja. Aber ehrlich gesagt, nicht Lust, von dem Gegner getroffen zu werden. Oh, that really worked, didn't it? Das ist ja ultra nice zum Zielen. Okay, ich nehme alles zurück. Die Waffe sieht doch direkt viel cooler aus. Jo. Achso. So tue ich die aber weg. Okay, Waffe ist geupgradet. Ich war hier aber, glaube ich, gerade noch so im Schrank durchwühlen und gucken, ob ich noch ein paar Polymere finde. Als auf einmal Zombie-Geräusche von hinten kamen. Ein Kampf. Na gut, kein Kampf für uns. Was haben wir da drin? Hände, die im Weg sind. Batterien sind es, glaube ich. Ja, Volt. Süß, so viel Kleinkram hier rumliegen zu haben. Die Hand hat echt Probleme heute, ne? Da, easy pack ich. Und da? Jetzt kann sie auf einmal auch. Die hat echt keinen Bock heute. Da sind Dosen. Da ist nix. Nö, ich glaube, das war alles, was Upgrades angeht. Hier könnte ich meinen Heilwurm einsetzen und mich heilen, aber ich bin ja OP und habe noch keinen Schaden bekommen. Dann würde ich meinen, gehen wir wieder hier raus, zücken unsere Waffe. Schön wäre es, wenn mein VR jetzt nicht so... Ich hatte noch nie so Probleme gemacht wie jetzt. Ja, vielleicht muss ich mal nochmal alles neu setupen jetzt, wo ich die Index habe. Da ist ein... Da sitzt ja ein Zombie! Hast du auch so einen grünen Punkt, den ich anvisieren kann? Du hast am Hals irgendein Punkt. Na guck mal, Schwachstellen sind, werden sogar markiert dadurch. Ah, da. Warte. Ist mein Visier da? Ich hab's getroffen! Mein ganzes Magazin! Drop. Ihr seht's. Spiel kommt überhaupt nicht schnell, die auf. Warte mal. Optionen? Leistung. Stellen wir auf mittlere Qualität. Und sieht für mich nicht anders aus. Und hoffentlich macht es jetzt nicht mehr so Probleme. Muss ich noch? Ah, jetzt. Okay, wir sehen also dadurch die Schwachstellen an den Zombies und wo die Gegner sind. Ist ja eigentlich super cool. Also muss ich nur ultra ruhig ziehen und... Wieso habe ich nicht getroffen? Also laut meinem Zielen habe ich 3-mal die Stelle getroffen. Okay. Da kann man die also mit einem Schuss ausschalten. Ich halte sogar mit 2 Händen, um ruhig zu zählen. Und spart sich einiges an Moon. Und jeder hat irgendwo anders so eine Stelle. Ist cool. So, hier lag irgendwo Munition drin. Das hatte ich gesehen vorhin aus dem Zug. Genau. Ist gut. Da ist noch ein Polymer. Musik ist sehr dramatisch dafür, dass ich eigentlich die hier so easy wegballer. Oh, da stehen wir auf. Ah. Hat der eine Schwachstelle? Nee, manchmal so also keine Schwachstelle. Dann muss ich ja wohl den so ausschalten. Sehr schön. Kann ich das Kabel eigentlich berühren? Nee. Jo, wir haben alles. Bruder, du hast keine Schwachstelle. Ja, dann hätte ich hier so durcherschießen können, hätte ich das vorher schon gecheckt. Egal, wir schießen hier auf ihn. Huch. Drop. Nachladen. So, und zack. Perfekt. Keine von hinten? Gut. Hätte sein können, dass ich irgendwie voll in so eine Falle reinrenne. Hat was gedroppt. Ne? Nein, hat er doch nicht. Ich dachte, der hatte was dabei. So. Jo, da saß der und da können wir weitergehen. Ah, dann müssen wir da durchgreifen und die Stange rausziehen. So. Und jetzt können wir die Tür aufmachen. So. Dann gucken wir doch mal. Hallo. Ja, hast du eine Schwachstelle? Oh, am Fuß. Okay. Bam! Nice shooting, Alex. Thanks.
Danke. You know, for all your talk about what a lesser gun this is, this thing isn't that bad. Jetzt wird er uns eine schlechte Pistole geben. Ja, schön, dass sie so viel Vertrauen in uns hat. Okay. Das sieht ganz okay aus. Da sind wir die ich fress dich, wenn du nicht aufpasst, Dinger. Jo, mal kurz umdrehen. Sicher, ja, sicher. So, da ist eins. Snack ich mir einfach so. Gehen wir hier ganz am Rand entlang. Da ist ein Zombie hinter. Da. Ja, das ist aber echt Munition. Aha. Cool. Ja, die töten wir nicht. Die sind ja nett. Die leben nur ihr Leben. Und sind sehr hungrig. Wenn ich gepackt werde, kann ich immer noch auf die schießen und panisch schreien dabei. Also so ist es nicht. Wir sind nicht komplett ausgeliefert. Liegt da was drunter? Nö, da ist nichts drunter. Okay. Dann auf weiter geht's. Zack, 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 zack. Ich habe jetzt eine Dose als Bewaffnung. Ah. Magazin. Okay. Normales Scannen. Okay, alles noch in Ordnung. Rechts ist safe. Links ist safe. Ich schiebe ultra Panik vor Ecken. Das Ding hinter mir atmet so ein bisschen. Da ist aber auch alles zu. Okay, müssen wir weiter geradeaus. Und Headcrab. Die werde ich nie im Leben treffen, Leute. Na gut. So. Hoch. Da irgendwas drin, irgendwo in irgendeiner dieser Boxen. Nee, scheinbar nicht. Ich weiß es nicht, aber ich höre es. Ist wahrscheinlich in dem Raum da drin. Das wird wahrscheinlich nochmal extra vorgestellt. Das ist der neue Gegnertyp. So. Ist hier irgendetwas? Lohnt es sich hier nochmal so um die Ecke zu gucken? Nee. Okay. Giftiges irgendwas. Mal aus dem Weg. So. Okay, wir haben es. Nee. Ich habe das Gefühl, wir werden mehr sein als nur einer. Kann ich irgendwo einen schon sehen? Nee. Okay. Dann weiter. Da ist eine Kiste mit Loot. Komm her. Okay, wie auch immer ich das gefangen habe. Da ist ein Schatz. Okay, den haben wir auch. Schuss, ein Schuss. Oder kann ich den einfach hinten reinstecken? Im Rucksack können nur volle Magazine aufbewahrt werden. Okay. Dann weg damit. Dann will ich den auch nicht mehr. Ja, da ist nur mein Kaputter drin. Okay. Ist hier irgendwas? Mal kurz umdrehen. So. Nee. Nee. Ich will das. Ist da was drin? Nee. Ist da hinten was drin? No. Okay, dann tue ich mal so, als hätte ich alles. Drehe um und wir gehen weiter. Telefon. Und Ladebildschirm. Uiuiuiuiuiui. So, neues Kapitel ist geladen. Heißt, wir werden hier beim nächsten Mal weitermachen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer 8 Polymer besitzende Alex. Ach, das passt sich der Hand an. Bei Munition sagt sie, wie viel Schuss ich noch habe. 70 Schuss haben wir? Okay, vielleicht bin ich doch ein bisschen. Ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, meine Muni ist gleich leer. Überhaupt nicht dran gedacht, dass die hier steht. Aber hey, wir müssen viel mehr Polymere finden, damit wir coole Pistole haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich gehe einen speichern. Bis dann, euer Zimmelmann.